Hallo, ich bin Carsten in Nettetal. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin hier in der Gegend von Nettetal oder man könnte auch sagen an der holländischen Grenze in der Nähe von Venlo. Und ich habe mir hier einen sogenannten Premium-Wanderweg heute mal ausgesucht, was auch immer das heißt. Aber was definitiv Premium ist, ist die Auszeichnung des Weges. Also da kann man sich wirklich nicht meckern. Und bis jetzt war der Weg schon sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne noch ein Stückchen durch den Regen begleiten. Und genau das ist natürlich die Gefahr, wenn man so kurz nach dem Sturm im Wald unterwegs ist. Da können dann einfach mal so ein paar Bäume über dem Weg liegen. Und dann sollte man schon des Öfteren mal in die Baumkronen gucken, ob da nicht sowas drin hängt und beim nächsten Windstoß runterkommt. Wenn man dann da drunter steht, tut's weh.
So, ist mal wieder Zeit für eine kleine Pause. Wollen wir mal einen Tee kochen, ne? Ist eine ganz tolle Strecke hier, muss man wirklich sagen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, dass auf diesem Wanderweg sehr, sehr viele Mountainbiker unterwegs sind. Und das ist hier wirklich ein naturbelassener Weg. Das heißt, kein Schotterweg oder sonst wie befestigt. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Mountainbikes mit ihren groben Stollenrädern leider auch den Untergrund aufreißen. Und somit ist dieser Wanderweg, gerade weil es ja in letzter Zeit auch noch einiges geregnet hat, leider teilweise so aufgeweicht, dass man hier teilweise wirklich wie durch Sumpfgebiet läuft. Ja, diesmal habe ich scheinbar mit dem Wetter ein bisschen mehr Glück als letztes Mal. Es hat zwar vorhin auch noch mal ordentlich geregnet, nachdem ich losgegangen bin, aber jetzt scheint die Sonne. Da ist es dann doch ganz angenehm. So, Prost.
So, ich bin fast am Auto wieder zurück. Ich hatte heute echt Spaß. Es ist wirklich ein schöner Weg. Ich werde die anderen 7 Wege dieser Wasserwanderwegewelt nach und nach auch noch ausprobieren. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.